Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, es gibt die Footmess ja, Challenges zum Tag 24 und dann will ich euch schon gleich mal frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr werdet gut beschenkt. Heute ist ja wie gesagt der 24. Das wird heute hoffentlich auch hochkommen. Hoffentlich habe ich die Zeit dafür. Wie gesagt, drei neue Challenges. Zwei davon werde ich machen, zwei davon werde ich dann halt auch hochladen, nämlich Perrin und Insigne. Die Werte von Perrin sehen richtig geil aus. 72 Pace, 72 Dribbling, 73 Passen, 68 Schuss, 87 Defending und 84 Physis. 84er Innenverteidiger. Richtig geile Werte einfach. Richtig geil. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal in die Challenge rein. War gar nicht mal so billig, aber ein Senior sogar billiger. Nämlich brauchte man für Hahn, man brauchte Hahn zum Beispiel, nämlich eine Movember-Karte. Und alle Movember-Karten sind über 30k zurzeit gestiegen. Also sie sind auf über 30k gestiegen, das ist so krank. Hätte ich mir mal vorher eine geholt, vorher waren sie wieder fast für Abschluss, also auf jeden Fall für 15k teilweise drin. Jetzt halt wieder, wie gesagt, für ja, 30k, Hahn in dem Fall für 33k war im Moment der billigste. Und ansonsten musste man halt ein Team rumbauen mit 10 seltenen Spielern. Und eine Chemie von 75 habe ich jetzt hier easy gepackt, habe ich sogar Bobadilla zum Beispiel in Innenverteidigung gepackt, Baba als Rechtsverteidiger oder Virinha als linken Flügel. Ansonsten, wie gesagt, 10 Rare-Spieler genau drum rumbauen, habe ich jetzt hier gemacht mit einem Bundesliga-Team. So bekommt man auch easy die Chemie. Ich finde es auch gut, dass man hier kein Rating braucht, ist dann immer eine bessere Challenge. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, insgesamt so vielleicht 40k oder so für Perrin, wenn man jetzt halt... Kommt halt drauf an, wie billig oder wie für mit welchem Preis man eine Movember-Karte kriegt oder wenn man eine schon hat, dann ist die eigentlich fast umsonst schon. Ja, ansonsten, wie gesagt, Hahn für 33k war im Moment der billigste. Alle sind so um den Dreh 33 bis 35k teuer. Nimmt sich jetzt nicht viel. Ich musste das jetzt halt machen, was ich musste, aber ich wollte das halt jetzt machen, weil ich auch Perrin haben möchte. Schicken wir das ab und bekommen Loic Perrin für, wie gesagt, André Hahn Movember. Ja, wie gesagt, einfach nur richtig geile Werte, Leute. Guckt euch diese Werte an, so geil einfach. Und ansonsten, wie gesagt, ja, einfach nur geil. Einfach nur geil, wie ich finde, richtig nice Werte. Ist zwar nicht der größte, aber trotzdem mit 87 Defending, 84 Physis, vielleicht hat er noch ein gutes Jumping. Kann man das auf jeden Fall mal machen. Dann würde ich sagen, Leute, war es das schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dann in den Kommentaren und ich würde sagen, später kommt noch das Insigne-Video hoch. Bis dann, haut rein.